Moin Moin, ich privat, meine Glossen. Ich bin Roger WFP, willkommen zurück zu Let's Play Wolfenstein The New Order. Ja, wir waren hier stehen geblieben, nachdem wir die Roboter hier killen mussten, was ich jetzt zum zweiten Mal gemacht habe. sind wir hier stehen geblieben und müssen jetzt in den Kofferraum. Und ich habe endlich mal die Untertitel gemacht. Ja. Anja, wir beide in einem Zug nach Berlin. Alles klar, wir sind jetzt hier im Zug. Auf dem Weg nach Berlin. Berlin. Ey, cool. Guck dir mal den Kaffee an. Ist nice. Sie können den Kaffee auf dem Tisch abstellen. Er ist harmlos. Stellen Sie den Kaffee auf den Tisch ab. Ich kann Sie erst durchlassen, wenn Sie getan haben, worum Sie Frau Oberstleutnant Engel gebeten hat. Beweg mal deine Lippen, wenn du redest. Ja, dann machen wir das eben hier. Augenblick mal. Lassen Sie sich mal ansehen. Ja. Sehr schöne und vollkommene Züge. Findest du nicht auch, Ruby? Ja, mir gefallen seine Augen. Bitte, setzen Sie sich. Entschuldigen Sie mein Benehmen. Ich bin Oberstleutnant Engel. Und das ist mein liebreizender Begleiter. Das bist du doch. Was soll das, mein Herzblatt? Ich möchte Sie einem Test unterziehen. Mit diesem Test lässt sich feststellen, ob Ihr Geist womöglich verunreinigt ist. Ich bin mir sicher, dass Sie diesen Test mit Leichtigkeit bestehen werden. Und wenn nicht, dann werde ich Sie erschießen. Haben Sie verstanden? Das ist nur ein Test! Aber antworten Sie ehrlich. Wenn Sie nach der Waffe greifen sollten, sind Sie tot. Noch bevor Sie Ihre Entscheidung bereuen können. Gut! Lasst uns anfangen! Wählen Sie das Foto, das Sie erregt. Wenn Sie wissen, was ich meine. Okay, ich nehme mal das. Ach so. Und jetzt wählen Sie das Foto, das in Ihnen Glücksgefühle auslöst. Glücksgefühle? Eigentlich gar nichts von den beiden. Ich hoffe mal das. Interessant. Meinen Sie, dass dieser Mann unsauber ist, Bernhard? Ich weiß nicht, Frau Oberstleutnant. Ja, das werden wir bald wissen, nicht wahr? Diesmal wählen Sie das Bild, das Sie am meisten mit Abscheu erfüllt. Abscheu? Nicht die Spinne. Ich hätte sagen sollen,
dass es Ihre letzte Wahl ist. Also wählen Sie weise. Wisst ihr was? Oh, oh. Okay. Wolltest du mal ausprobieren? Okay, nochmal von vorn. Ach so. Und jetzt wählen Sie das Foto, das in Ihnen Glücksgefühle auslöst. Das hier nochmal. Interessant. Meinen Sie, dass dieser Mann unsauber ist, Bernhard? Bla bla bla. Ja, das werden wir bald wissen, nicht wahr? Diesmal wählen Sie das Bild, das Sie am meisten mit Abscheu erfüllt. Ich hätte sagen sollen, dass es Ihre letzte Wahl ist. Also wählen Sie weise. Ja, ja, ich nehme das, was ich hier nehmen wollte. Ich sage Ihnen etwas. Wären Sie nicht sauber gewesen, hätten Sie zur Waffe gegriffen. Sie müssen diese Dame schon entschuldigen. Sie liebt es, diese Bilderrätsel mit wildfremden Männern zu spielen. Diese Bilder! Urlaubsfotos, alte Kriegsaufnahmen. Gar nichts. Davon abgesehen kann ich einen verdorbenen Geist mit bloßen Augen erkennen. Du etwa nicht. Lassen Sie ihn gehen, Bernhard. Ich nehme mal an, in seinem Abteil war eine hübsche Dame auf. Ach, lass gut sein. Vergessen Sie den Kaffee für Ihre Freunde. Okay, ich hätte gedacht, das mit der Waffe würde irgendwie funktionieren. Hm? Ja, verrückte Hexe. So, wo muss ich denn? Ach, da muss ich. Hi. Hier rein. Was haben wir denn hier? Neue Kalksteinvorkommen entdeckt. Oh. Wo soll ich den scheiß Kaffee hinstellen? William? Ja. Ist der für mich? Ja. Es gibt hier nur ein Bett. Würden Sie es mit mir teilen? Oha. Manchmal Weihnachten. Manchmal ein Geburtstag. Manchmal Zerstörung. Leid. Und Tod. Und manchmal braucht man einfach etwas Gutes. Guten Morgen, verehrte Zugreisende. Unser nächster Halt ist Berlin. Dort haben wir exakt 2 Stunden Aufenthalt, bevor wir in Richtung Zagreb weiterreisen. Unserem endgültigen Reiseziel. Ich weiß, wo wir hin müssen. Wie wir ins Gefängnis Eisenwald reinkommen. Da ist ein Hotel, nah bei der Zentrale der Geheimpolizei. Jeder kennt sie. Die Zentrale der Geheimpolizei ist hier in Berlin berüchtigt. Dorthin bringen sie Gefangene zum Verhör. Foltern sie. Dann bringen sie zurück nach Eisenwald. Häftling von Panzerhund gefressen. Wo? Oh. Es geht da vor sich. Ein Gefangenentransport. Komm schnell. Sie holen Gefangene ab. Du musst irgendwie auf das Dach des Transporters gelangen. Wenn du dort unentdeckt bleibst, kannst du bis ins Gefängnis von Eisenwald mitfahren. Ich gehe nach unten und lenke die Wache ab. Ah!
Eins steht fest. Diesem Kerl fehlt es nicht an Eitelkeit. Okay. Jetzt müssen wir... Bisschen Assassin's Creed Action hier. Germanien, habe ich mir schon gedacht. Serienmörder, Mörderduo in Verdacht. Erdmannsbrief. Hier kann ich nicht rein, muss ich wieder hier raus. So hier. Gut. Oh, was haben wir denn da? Ich nicht rein. Ich guck mal, was hier so ist. Hier ist, glaube ich, nichts. Hochspannungslebensgefahr. Gut, wo geht's denn hier lang? Da links wahrscheinlich. Was liegt denn da? Schwieriges Spielzeug. Ohne Batterie wertlos. Boah, ich brauche jetzt eine Batterie, ernsthaft. Also ich erlebe erstmal eine Batterie, bevor ich das Ding da mache. Falls irgendwo eine ist. Egal, hier. Ach, das war die Batterie? Okay. Der Laserschneider. Muss neu aufgeladen werden. Okay. Scheiße, Batterie leer. Perfekt. Oh, das ist nützlich. Na. Ein goldener Teller. Hier kann ich lang. Passt. Oh. Ich probiere jetzt mal was. Okay, der lässt mich das nicht machen, oder was? Komm, nochmal aufladen hier. Na, lass mich hier doch raus hier. Jawohl. So, hier ist nichts. Geht's mal raus. Gut. So,
Können wir hier irgendwo ein Fenster aufmachen? Machen wir mal das hier auf. So, den jetzt noch hier schnell erstechen. Zack. Oh, hi. Da sind viele. Das hätte man eigentlich hören sollen, können. Was ist? Alter, der guckt mit. Ah! So, Karte. Ich wollte den eigentlich aus Niki kennen, aber nee. Der guckt mich ja die ganze Zeit an und dann merkt er es erst nach 3 Jahren. Auf den Übungsgelände in Sibirien? What? Okay. So. Gucken wir mal hier. Wow, der hat mich jetzt aber richtig erschreckt. Boah, du Mistvieh. Ach so Scheiße, ey, das hat mich richtig erschreckt. Da ist einer. Ja. Ey, komm jetzt, kill den doch. Ich bin fast tot, what the fuck, Alter. Bastard. Signal entdeckt, der ist hier rechts. Und tschüss. Ah, Enjima-Code. Erster Mensch landet auf dem Mond. Einer von uns. Wann ist das? 51. Besser als die Amis. So, dann gehst du hier raus. Hier, Bastarde, raus! Schichtwechsel, wir sind spät dran! Eine Minute! Genau eine Minute, Hans. Dann müssen wir aber los. Ja, ja. Nach rechts! Hey, du da! Komm schon! Komm schnell! Vorwärts! Du faule Drecksau, beweg dich! Verdammt! Ich zeig's dir, du faule Sau! Los! Du bist ja nicht okay. Zum Faulenzen! Komm schon, schneller, schneller! Vorwärts! Ich zeig's dir, du! Komm schon! Vorwärts! Aufstehen! Ja, haltet ihn weiter auf! Vorwärts. Hey, du! Das waren mehr, das waren aber mehr als 5 Schritte, Kollege. Nach links, komm schon! Du Drecksau, los, los, los! Los! Na los! Und hopp! Stahl. Stein. Beton. Mein Leid. Gibt es überhaupt noch etwas auf dieser Welt, das sich zu retten lohnt? Verzweiflung. Tyrannei. Ein endlos mächtiger Feind. Ob meine alten Kameraden noch am Leben sind? Vorsicht! Wenn ich der Letzte bin, dann kämpfe ich allein. Und ich verspreche euch. Los, 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 dreckiges Pack! Freunde, wenn sie euch hier festhalten, werde ich euch finden und befreien. Und eine Menge Blut vergießen, vergiss das nicht. Okay, wie komme ich hier runter?
Hier wahrscheinlich, ne? Oder auch nicht. Ach so, da lang. Hättet mir auch früher sagen können. Okay. So, hoch die Leiter. Okay, das war jetzt gerade ein bisschen komisch. So. Was knallt denn hier so komisch? Nochmal hoch. Hallo. Und tschüss. Okay. Müssen wir das Ding jetzt wahrscheinlich ja machen? Achso, da können wir das Teil aufladen. Okay. Okay. So. Jetzt sollte ich mich ducken. Au! So, wieder voll. Nicht rein. Boah. Hey, Hundefutter. Oh, scheiße. Ernsthaft muss ich den Scheiß hier auch noch wegmachen. Musste ich. Nicht gut. Wo bist du? Perfekt. Wo muss ich denn lang? Da irgendwo links. Oh Scheiße, der hat mich, glaube ich, gesehen. Okay. Oh. Machen wir das Ding mal weg. Hätte ich vielleicht ein bisschen größer schneiden sollen. Hast nichts gesehen? Mist. Wow. Wow, fast tot. Scheiße. Ja, komm her, du bist Köller. Klar. Gut, voll. Kommen wir hier lang. Und der kommt natürlich genau runter. Genau in dem Moment. Der läuft natürlich hier lang. Shit.
Au! Nein, na, oh, kein Sinn, Alter. Fickt euch. Die gucken einen direkt an, sehen sie nicht, ne? Stehst du irgendwie, keine Ahnung, hinter ihm und trotzdem, und dann können sie sich sehen, oder wie? Boah, ernsthaft? Ja, scheiß nochmal machen. Ja, jetzt brauchst du die Leiter nicht hochklettern um Missgeburt. Wie hat er mich nicht gehört? Scheiße, der Bastard kommt wieder zurück. Okay, ich warte mal lieber hier. Schlag mal ein paar Kissen kaputt. Immerhin haben wir jetzt ein bisschen mehr Leben. Ich sehe das Loch in der Scheiß im Zaun nicht, oder was? Okay, ich riskiere es mal nicht da lang zu gehen. Okay. Da ist einer. Der läuft da lang. Schnapp ich mir mal. Bleib stehen. Gut. Kann ich natürlich nicht rein. Wer hätte es gedacht? Da ist, glaube ich. Oh. Ah, das ist scheiße. Ist er da immer noch? Wo ist er denn jetzt hin? Scheiße. Nein, hier ist niemand. Ich schlag dir das Maul ein. Dann schlag mir das Maul ein. Kein Sinn. Weißt du, kein Sinn. Kein Sinn, wenn ich jetzt sterbe, du Missgeburt. Wenn jetzt doch so ein Bastard rumlungert, ne? Dreckige Wichse. Gut. Ah! Boah. Puh.
Alles klar, aber ich würde mal sagen, das war's für diese Folge von Let's Play Wolfenstein The New Order und wir sehen uns in der nächsten. Das ist Dani. Thank you.